Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jump World. Von euch mal wieder abgestimmt. Hier ist die Abstimmung irgendwie eingeblendet. War ganz knapp, also ganz knapp für Jump World. Und euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass Jump League ja schon wieder drin war und so dies, das. Aber dazu labere ich gleich einfach ein bisschen was an der neuen Map. Wir haben nämlich außerdem mal eine Map ausgelassen. Und zwar die Map Cube 7 Lego 7. Das tut mir extrem leid, also dass wir die nicht gespielt haben. Die spielen wir jetzt natürlich nach. Also die ist... Oh, die scheint ja cool zu sein. Also... Direkt mein Kopf da kann man nichts falsch machen, ja. Soll ich das jetzt als Diss nehmen, Alter? Einfach auf Cube-Niveau und schwer? Ja, Leute, also... wir machen natürlich heute mal... ja, natürlich unser Niveau, ne, also... Cubes geil mit Spielzeugkiste, Alter, was ist das? Tut mir leid, aber dafür ist jetzt keine Zeit, dreckige Würfel, zurück zum Anfang. Hä, was? Was? Ich kann nur schwer machen, Alter, was ist das? Okay, dann machen wir es schwer. Also, schaut schon mal ganz gut aus. Also, finde ich schon mal optisch sehr cool gehalten, weil ich Blau sowieso eine sehr coole Farbe finde. Und, ja, da wollt ihr ein bisschen was dazu sagen mit der Abstimmung, ne? Also, erstmal Dankeschön, dass ihr da echt so aktiv mitmacht. Das finde ich extrem cool. Und, ja, es ist mir schon aufgefallen, dass in der letzten Abstimmung Jump League drin war und in der Abstimmung von gestern auch Jump League drin war und in der heutigen Abstimmung auch Jump League drin ist. Das liegt einfach daran, dass ich den Spielmodus, der nicht genommen wird, einfach die ganze Zeit beibehalte, Leute. Also bis der irgendwann mal dran war, bleibt der... Was war da? Was ist jetzt passiert? Bis der irgendwann mal dran war, bleibt der halt praktisch in der Abstimmung. Das heißt, dass der da irgendwann auch mal dran kommt, ne? Also passiert... Hä? Achso, die Leiter ist umgedreht. Ich hab's nicht gecheckt. Also wollte ich bloß mal erwähnt haben, ne? Und da möchte ich noch was anderes sagen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass immer mehr... Wie macht das jetzt eigentlich am besten so? Geht das so? Nein. Dass immer ein paar mehr Leute abstimmen. Das heißt ein paar mehr, sogar einige mehr. Das Video bewerten. Das finde ich ein bisschen schade, Leute. Weil ich würde mich freuen, wenn da wirklich auch jeder bewerten würde. Weil ich da halt durch wirklich Feedback ziehe. Ob es halt gut ist oder ob Verbesserungsvorschläge drin sind. Kommentar schreiben mit gutes Video ist auch schön. Aber ein Like hilft mir jetzt praktisch mehr. Wie ein Kommentar, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ihr beides macht, ist optimal, aber also falls ihr da wirklich abstimmt, würde ich mich auch sehr stark freuen, wenn ihr das Video bewerten würdet, würde mir sehr stark helfen, also wollte ich bloß mal so angemerkt haben, ach ja, für jeden Like bekomme ich halt so einen Porsche mehr, Leute, YouTube Money. Also die Map, die ist mir echt hier, ne, also schön gebaut und alles, aber irgendwie ist sie mir nicht sympathisch, also ich weiß nicht, da gibt es so einfache Sprünge, aber ich verkacke, ihr seht sowas hier, ne, also ich verkacke irgendwie trotzdem. So, jetzt aber komm, so, zack und huh, okay, das hat geklappt, okay, eine Ender Pearl. Die muss wohl... Oh Gott, die muss da oben hin. Okay, das hat schon mal nicht geklappt. Die werfen wir mal so. Vielleicht klappt das ja. Nee. Kann ich hier vielleicht... Ah, Moment, Moment. Ich hab einen Plan. Eventuell. Yo, Alter. Ich habe das jetzt gelöst, Alter. Das Drill wurde von mir gelöst, ey. Was ist los? Aber an sich finde ich die Map extrem cool aufgebaut. Also ist irgendwie auch viel Abwechslung drin. Also finde ich zumindest... Ich finde es, oh, das sind Cubes. Ich finde es echt cool gemacht. Okay, jetzt rein in den Cube da. Und dann, ah, ja, wieder, okay, also. An sich ist die Map schwer, ja, muss ich zugeben. Also, ich finde sie auf jeden Fall nicht sehr leicht. Aber ich finde sie cool gemacht. Also, finde ich ein bisschen schade, dass ich sie ausgelassen habe so lange. Aber der liebe 7 Lego 7 habe ich ja freundlich auf die in den Kommentaren darauf hingewiesen, mehrmals, nachdem ich es immer wieder vergessen habe. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, es ist in der Folge, Alter. Endlich mal zu spielen und hat ja geklappt. Ey, ohne Witz, der Sprung, ne? Ja, ja, ja. Okay, sehr gut. So, jetzt natürlich geht's weiter, Alter. Pff, warum Level finishen, wenn man noch weiter bauen kann? Ich denke mal, dass es in der Folge einfach mal nur zwei Levels werden. Weil, das Level hier schon sehr, sehr ausführlich gehalten ist. Und da werden, glaube ich, drei... Warum macht ihr sowas, Leute? Das ist nicht gut für mein Herz. Das ist... Ihr bringt mich früher ins Grab. Ihr bringt mich um. Jetzt wird echt mal Real Talk gelabert. Ohne Scheiß, jetzt zeige ich mal, wie die Situation echt ist. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin ein kleinerer YouTuber. Bei mir läuft ganz normal. Will er mich ficken? In der heutigen Abstimmung steht wahrscheinlich, so wie ich mich kenne, Ender Games und Jump League. Ich weiß, es ist sinnlos, weil Ender Games eh gewinnen wird. Ich kenne euch dafür zu gut, aber ich mache trotzdem eine Abstimmung, Leute, ne? Einfach aus Prinzip. Könnt ihr, wie gesagt, gerne wieder am Ende des Videos oder auch jetzt schon abstimmen. Jetzt, also könnt ihr es einfach machen, indem ihr da mit dem Mauszeiger übers Video geht. Und dann ist da so ein i eingeblendet. Und ansonsten einfach am Ende des Videos kommt es dann über eine manuelle Einblendung, Alter, ne? Okay. Und, okay, nice. Jetzt Souls. Natürlich Souls und Alter.
Ich sitze jetzt schon seit 7 fucking Minuten an dieser einen Map und scheitere die ganze Zeit an so leichten Sprüngen, die jeder Dumbo hinbekommen würde. Aber ich schaff's einfach. So. So. Okay, ich bin wieder beim Soulsand. Jetzt einfach so. Ja. Ja. Komm. Bist du spielen? Ja, da auch Xandra im Hintergrund, wenn ihr es seht, eventuell. Ich glaube nicht, mein Mikro ist im Weg, aber vielleicht habt ihr es ja gehört. Ey, ohne Witz, ne, ich verfluche gerade, dass ich auf dich eingegangen bin, diese Map zu spielen. Okay, wir sind beim Soul Sand. Jetzt einfach hier. Und jetzt. Was? Sprung? Verkacken! Das Traurige ist, ich übertreibe nicht mal. Ich bin gerade echt so wütend. Das ist. So, wisst ihr was? Ne, ich mach's noch einmal, ne? Ich gebe jetzt noch einmal eine Chance. Noch 3 Versuche und danach rage-quit ich. So, also. So. So. Okay. Und jetzt, wie kann ich? Muss ich vielleicht. Ah! Ich war einfach zu dumm. Okay, okay, das macht ja Sinn. Und jetzt hier. Ach so, ich hab Jump. Ich dachte schon, ich bin jetzt hier gefangen. So Troll-like, okay. Hab ich einen Jump-Boost? Nee. Gut, dann. So. 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 Oh, Kreativität, schlecht. Sprünge, schlecht. Optik, schlecht. Nein. Also Kreativität fand ich ganz gut. Sprünge fand ich, muss man sagen, eigentlich viel Abwechslung, deswegen sehr gut. Und Optik fand ich auch gut. Jetzt so ein bisschen was, das hoffe, dass die Jump Run mir gefallen und sowas. Das am Anfang sollte ich nicht so ernst nehmen, falls es mich darüber aufgeregt hat, tut mir leid. Ey, ich glaube, ich bin der Letzte, der keine Ironie versteht. Vor allem, ich bin der Letzte, der keine Selbstironie versteht. Er hat auch ein bisschen Werbung gemacht für seinen Kanal, wenn man nicht so süß. Der hat nämlich einen Kanal, der heißt 7 Lego 7, also wie halt sein Angeschriften Ingame-Name. Da macht er Ender Games. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Also für das, dass er sich da so viel Mühe gegeben hat, die Map hat es auf jeden Fall verdient. Für das, dass er mir diesen Rage gegeben hat. Ich mache jetzt noch eine Map, Leute, und dann war's das. So, wir müssen jetzt echt mal eine Map nehmen, wo ich mich gar nicht aufregen kann. Nehmen jetzt einfach von Major Mo um die Checkpoint. So. Okay. Gut, Leute, das ist unser Niveau. Okay, gut. Ich dachte schon, ich stirb jetzt, Alter. Wenn ich in der Map jetzt gestorben wäre, wo es nur. Hey, ich wollte ne. Ey, Leute, wenn ich euch sage, eine Map mit nur Checkpoints, dann will ich keinen Sprung haben. Ich will dann bloß durch Checkpoints laufen. Ich will mich mal wieder King fühlen, so eine Map zu schaffen, ohne einmal zu failen. Kann ich das bitte einmal kriegen? Aber gut, dann machen wir halt die ein paar leichten Sprünge auch. So, perfekt, okay. Was only Checkpoint? Was hier only Checkpoint? Das sind zwar viele Checkpoints, aber das ist nicht only Checkpoint. Ich wollte einen geraden Weg mit nur Checkpoints haben. Das ist ungefähr mein Niveau. Okay, jetzt fängt mit Leiter. Nee. Jetzt fängt mit Leitersprung an. Ey, ich hab da. Okay. 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 So, jetzt mal Real Talk, Leute, ne? Ich habe auf diese Map geklickt, weil da steht Only Checkpoint. Was ist das für ein Beschiss, Alter? Das gleiche, wenn du so ein, keine Ahnung, in eBay so ein Longmob bestellst, dann kriegst du so ein Kranz Rosenheim geschickt. Ist auch toll, aber du willst es halt einfach nicht. Ich bin gerade so auf. Nee, das liegt jetzt nicht mal an der Map, ne? Die Map ist ja an sich ganz cool. Es liegt nur an dem Beschiss. Ich wollte eine leichte Map haben und jetzt werde ich beschissen und krieg hier sowas, Alter. Wo bin ich hier? Meine eigenen Abonnenten legen mich rein, Alter. Wo sind wir hier gelandet? So. Wo ist der Checkpoint? Wo? Hä? Was? Bin ich dumm? Bin ich dumm oder so? Ah, okay. Ich muss da rein. Ah, jetzt macht das Ganze Sinn. Ich dachte schon, ich bin irgendwie dumm oder so. Dann soll es noch gehen? Das ist hier nichts Only Checkpoint. Das sind nur viele Checkpoints. Ich will aber Only Checkpoint, Mann. Was? Ich reg mich gerade echt darüber auf. Ich wollte hier in der Map. Alter, schau dir das an, Leute. Ich bin einfach am ML, am Roten. Ich am MLT. Ich bin am Roten und ich sterb nicht, Alter. Ich mache es verboten. Damit habt ihr nicht gerechnet, ne? Wettrennen. Der Erste gewinnt. Moment. So, okay. So, die Pickaxe haben wir. Okay, die packen wir jetzt noch am Rücken. Machen Rennen gegen Gustav. Okay, bist du bereit? Ja, gut. 3, 2, 1 und. Okay, wir sind am untersten Niveau angelangt. Ich sterbe selbst beim Wetterrennen. So, also Gustav ist weit, ist direkt hinter uns. Ja? Druckplatte hinterm Schild. Ja, so.
Okay, also für Kreativität fand ich ja gut. Die Optik fand ich okay. Und Sprünge fand ich einfach beschissen, Alter. Ich wollte ein Ding Jump'n'Run, wo einfach nur Checkpoints sind und du gibst mir sowas hier. Nee, die waren auch ganz gut, also ja. Okay, Leute, waren jetzt zwei etwas längere Jump'n'Runs. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Also, falls ja, lasst doch ein Like da. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr da euch mich sehr unterstützen würdet. Würde ich mich sehr freuen. Gucken wir mal, vielleicht schaffen wir die 25 Likes diesmal. Wäre sehr, sehr fresh von euch. Ansonsten ist gerade mal die Infokarte eingeblendet, also die Abstimmung, was morgen kommen soll, Ender Games oder eben Jump League. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da abstimmen würdet. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Hier ist nochmal ganz kurz ein Video eingeblendet von den gestern, beziehungsweise wenn ihr auf die Infokarte geht, könnt ihr es da allgemein sehen. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal, bis morgen auf gut Deutsch. Bis dahin, ciao, meine Lieben, Jubis.